Liebe Stier, auch bei dir entdecken wir da jetzt ganz, ganz viele wunderschöne Impulse, die deinen Seelenplan beschreiben können. Ich schaue hier jetzt auf die Hauptgruppe im Kollektiv, die auch hier jetzt zu meinem Kanal finden oder auf meinem Kanal sind, um euch Hinweise und Hilfestellungen geben zu können, um was es da geht, dass ihr euch wieder wie quasi zurückerinnert auch. Um was geht's hier? Der Hauptimpuls ist tatsächlich, du darfst dich selbst als jemand erkennen, der fähig ist, Liebe in sich zu tragen, der fähig ist, auch aus vergangenen Dingen, die Schmerzen bereitet haben oder aus etwas, was jetzt nicht präsent ist, es trotzdem präsent als Liebe in seinem Herz zu tragen. Das ist hier ganz wichtig, da bist du nicht falsch, also du bist doch niemand, vielleicht hast du dir hier die Frage gestellt, ob du zu lange irgendwas nachtrauerst. Ich glaube, hier geht es darum, das nicht als falsch zu sehen, sondern den Zyklus des Lebens als liebevollen Prozess in sich wahrzunehmen und das dann auch als Stärke zu sehen, weil du hast hier die Welt, also alles, die Welt ist auch ein Zyklus, etwas, was sich immer wieder ändert. Erkenne die Weisheit darin, weil auch der Fuchs bringt dich auf deinen Weg dorthin, dass er dir zeigt, was deine Größe wirklich ist. Und jetzt haben wir die Presence of Absence. Und da geht es eben darum, man sieht jetzt hier, eine Frau trauert um den Mann, der verstorben ist. Und sie schaut sich aber im Jetzt nicht die Traurigkeit an, sondern sie schaut sich im Jetzt, wenn sie daran denkt, die Liebe an, die zwischen ihnen geflossen ist. Das, was wunderbar ist, was getragen hat. Also sie lernt hier mit den Zyklen des Lebens umzugehen und diesen Zyklus als die Wahrheit zu sehen und einen Shift in die wahre Größe. Wunderschön. Was kommt jetzt als karmische Lernaufgabe hinzu? Da haben wir jetzt die Befreiung von Karma, radikale Transformation, sehr spannend, das hatten wir bei den Witterchens auch schon. Die Karma der violetten Flamme, die sieben der Kelche und den Brief. Mit dem Brief nehme ich hier jetzt wahr die Lebensaufgabe, den Lebensplan, den Lebensvertrag oder den Vertrag zwischen Menschen, zwischen karmischen Dingen oder zwischen zwei Seelen, wo du wirklich erkennen darfst, was ist wahr und was ist falsch. Die sieben der Kelche, die stehen sowohl für etwas an Möglichkeiten, die man aufbaut, aber auch als Wahlmöglichkeit, was man überhaupt haben will davon und was nicht. Und manche sagen natürlich auch Illusion. Weil man erkennt natürlich auch, was in den Kelchen jetzt verborgen ist. Ja, ist das etwas, was ich möchte oder nicht? Habe ich da jetzt ein Luftschloss mir irgendwo aufgebaut in meinen Vorstellungen, was gar nicht mehr meinem Seelenplan entspricht oder meinen kosmischen Verträgen oder auch meinen karmischen Verträgen oder was nicht? Beziehungsweise, welche karmischen Verträge, Karma ist ja sowohl schön erlebtes oder auch negativ erlebtes, beziehungsweise bindendes oder unterstützendes, je nachdem wie ihr das auslegen mögt. Und hier geht es darum, den richtigen Weg zu finden. Also die karmische Lernaufgabe ist, dich quasi an die Dinge, also binden, wir sollen immer frei sein, aber ich sage es jetzt einfach mal so, dich an die Dinge zu binden, die wertvoll und wichtig für dich sind. Nicht im nachhängenden Sinne, im traurigen Sinne, sondern im schwungvollen Sinne, im Sinne von etwas, was dich belebt und nicht irgendwo in einer Trauer hält auch oder einen alten Prozess nachhängt, sondern ganz im Gegenteil, etwas als abgeschlossen, als Erfahrung in sich aufnimmt, ja, das korrespondiert jetzt hiermit, und gleichzeitig transformiert, damit eben das, was dich schwingend hält, auch die Einstellung dahin, wirklich tatsächlich weiterbringt in deinem Leben. Das ist quasi dieser karmische Shift, den du mitgebracht hast als karmische Lernaufgabe. Zu erkennen, was wirklich dahinter ist und dich dann für das eine zu entscheiden. Nicht für das eine, sondern für das zu entscheiden, was wichtig ist für dich. Was sind deine Fähigkeiten, deine Gaben, dein göttliches Potenzial, die Vernetzung, die Synchronizität, die göttlichen Einfälle, dass du auch manchmal wirklich, wie soll man das sagen, du erkennst Vernetzungen, du erkennst Strukturen, du lässt dich hier auch von den göttlichen Weisheiten lenken, so kommt mir das jetzt gerade so durch, und du bist befähigt und mutig genug, auch
Vielleicht jetzt noch nicht in einer königlichen Energie, aber in einer ritterlichen Energie. Also ein bisschen Schutz hast du hier wahrscheinlich noch drinnen. Aber wie sagt man, da sattelst dann doch dem Pferd, gehst drauf und reitest deinen Weg trotz der Blockaden. Also du gehst hier über Blockaden hinweg und manchmal brauchst du dann auch diese unreifere Ritterenergie, sagen wir mal so, um dich einfach über die Blockaden hinweg zu erheben. Also in dem Fall ist es überhaupt nicht verkehrt. Da geht es nicht um eine Minderung, sondern da geht es genau darum, dass du dieses Feuer der Ritter mitbringst, dass du dieses, okay, ich muss das jetzt, und vor allem, es ist der Stab, nein, es ist der Pentakelritter, okay, es ist der erdige Ritter, der lang braucht. Deswegen das Schild hier macht aber nichts. Du brauchst das Feuer dann in diesem Fall für den erdigen Ritter, damit du einfach diese Blockade erkennst, siehst und dich traust, dann einfach darüber hinweg zu wandern. Vielleicht machst du das Ganze, weil es jetzt eben nicht der Feuerritter ist, vielleicht machst du das Ganze mit Bedacht, vielleicht machst du das Ganze auch mit sehr großer Erdgebundenheit, ja, indem du einfach hinspürst, wozu bist du bereit, und dann einfach wirklich stetig gesattelt einfach diesen Weg nimmst. Ja, es geht vielleicht nicht um ein Sprungfeuer, so wie ich jetzt gerade vorher mit dem Stabritter sagen wollte, sondern eher dieses stetig Wandelnde. Du traust dich, du gehst, und du gehst deine Schritte immer zu. Vielleicht ohne Rast und Ruhe, ja, aber auch nicht mit dieser feurigen Energie. Aber du bist hier quasi befähigt, alle Hürden zu nehmen, die es da gibt, weil du erkennst, wo dich der nächste Schritt hinbringen wird. Also du folgst hier einfach dem Gitternetz der Liebe oder dem Konstrukt der göttlichen Wahrheit oder der Matrix-Energie, wie auch immer, was auch immer, wie du das jetzt für dich benennen möchtest, deinen Lebenspfad, den gehst du Step by Step einfach immer deiner Richtung nach und über die Ziele hin. Ja? Wunderschön. Das ist die Fähigkeit, dieses Durchhalten, dieses Durchgehen, den Mut haben, Schritt für Schritt immer weiter auch über die Blockaden oder über die Hürden erhaben, über jegliche Herausforderung hinwegzusehen und weiterzugehen. Was ist denn Potenzial, was soll gelebt werden? Und da haben sich jetzt zwei Karten herausgelegt, und zwar die Engelfrequenz, ups, und das Sonnenzentrum. Die Engel sind hier, du bist in Sicherheit, starke Verbindung, Downloads und Fülle, Regeneration, Erfolg. Also du darfst dich hier immer wieder an deine Sonnenkraft erinnern, du darfst dich hier immer wieder an dein Zentrum erinnern, an die Mitte, aus der alles von dir herausfährt. Wahrscheinlich auch deswegen diese Ruhe mit der Erdkraft, mit der starken, und du bist ja auch ein Erdzeichen. Und du darfst dich jederzeit daran erinnern, auch hier mit dem Skarabäus, dass es sowohl um Entgiftung geht von alten Konstrukten, weil du hast ja auch die karmische Bereinigung hier, als auch darum, dass du jederzeit getragen wirst von Glück, Erfüllung und von der Sonnenkraft, von dem Erfolg einfach in dir. Und dass du immer mit dem Kosmos verbunden bist hier. Und auch hier sehen wir mit dem Stern die kosmische Verbindung, die Wunscherfüllung, es ist alles da. Du bist diejenige oder derjenige, der hier sagt, okay, ich gehe jetzt in die Vollendung, ich sage ja, um jetzt über die Regenbogenbrücke quasi, über die Herausforderungen hinwegzugehen, um das Potenzial, um die Sterne, um die Sonne in all dem zu sehen und aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist dein Potenzial, das will gelebt werden. Das ist das, woran du dich immer wieder erinnern darfst, was dich begleitet hier und wo du deine Stärke daraus schöpfst und was dich weiterträgt, nämlich auch durch Herausforderungen her. Was ist der Schwerpunkt? Was sind die Herausforderungen? Das fand ich jetzt spannend. Da kamen nämlich drei Karten: das Kronenchakra-Upgrade, die göttliche Verbindung, die heilige Erfahrung, die wunderbare Energie, die Klarheit, die göttliche Heilung, die hochschwingende Energie mit den Kristallschädeln und die karmische Ratklärung, die energetische Reinigung. Schreibe deine Geschichte neu, lebe deine Wahrheit. Und das, was als Impuls da durchkam, ist, dass du manchmal deine Stärke vergisst, dass du manchmal vielleicht auch Angst hast vor deinem Potenzial, dass du zwar spürst innerlich, da ist alles da und du bist von einer innerlichen Kraft absolut getragen, beschützt und geführt. Und manchmal zweifelst du da aber daran, weil du einfach schon in verschiedenen Inkarnationen auch erlebt hast, dass es natürlich auch anders enden kann.
Und genau diesen Zweifel darfst du wie sagt man, wegräumen, aufräumen, indem du wirklich aus der göttlichen Essenz immer wieder durch dein Kronenchakra die Fülle-Energie in dein Leben ziehst. Ja, auch hier waren ja die Hinweise, den wirklich Liebe, den Frieden, diese wunderschön weiß-goldene, vielleicht mit Blau, weil wir da auch Blau drinnen haben, frequentierte Energie in schillernden Regenbogenfarben, die da zu dir durchströmen will und dich daran erinnert, dass du die Essenz von allem bist, dass du die Essenz des Göttlichen bist und zwar in dir und das jederzeit in dir aufnehmen darfst, weil das ist die Stärke, das ist die Kraft in dir, zweifle nicht an dir. Ja, das kam ganz stark, hab keine Angst vor deiner Stärke, hab Vertrauen in deine Stärke und entscheide dich immer wieder, dass du diejenige bist, die Schöpferkraft hat und sie auch nicht vermisst. Das heißt, du hast jederzeit, ob du es weißt oder nicht, deine Ruder selbst in der Hand und erinnere dich daran, weil das ist einfach ein wichtiger Weg bei dir. Du kannst jederzeit deine Wahrheit neu schreiben, du kannst jederzeit dein Glaubenssystem umkrempeln, du kannst jederzeit eine neue Entscheidung treffen und sie wird zu deinem höchsten Wohle dienlich sein. Und das ist deine Kraft, das ist die Stärke und auch gleichzeitig natürlich deine Herausforderung. Vielleicht, weil du auch konstant immer wieder bedacht bist, deinen Weg zu gehen. Und vielleicht ist die Herausforderung da auch, dass du manchmal an alten Dingen auch wie festhältst noch, ja? Aber das ist das, was sich jetzt lösen darf, indem du dich auf die göttliche Essenz in dir besinnst und weißt, dass du wichtig und richtig bist mit allem, was du machst. Und diese Kraft in dir ist, dass es auch immer wieder eine Erneuerung geben darf, weil du das Göttliche ziehst. Und je nachdem, wo du dich gerade auf deinem Gitternetz befindest, je nachdem ist einfach jetzt eine andere Geschichte von dir verlangt und deswegen kannst du doch immer wieder klären, reinigen und neu schreiben. Das ist dein Potenzial. Oder deine Herausforderung hier auf der Erde, das für dich zu erkennen, wahrzunehmen und genau mit diesen Kräften auch zu gehen. Ja, kurz noch hier. Tatsächlich habe ich drei Impulse für euch vorbereitet. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Spür da mal sehr gerne hin. Und wenn du Hilfe brauchst, unten in der Infobox oder wenn du Begleitung wünschst, Hilfe, ja, also natürlich Hilfe auch beim Potenzial sehen, beim dich erkennen, bei deinem Weg gehen. Aber wenn du da meine Begleitung haben willst, auch hier unten in der Infobox findest du meine Kontaktdaten. Hol dir einen Findungs- und Verbindungscall mit mir, einen kostenfreien, und ich schaue mit dir, wie ich dich und wo ich dich auch vor allem begleiten kann. Was ist jetzt deine erfüllende Aufgabe, dein Lebensplan? Und da haben wir die Ich-Präsenz, der Lichtkörper, die Lichtkörperaktivierung und der Zugang zum göttlichen Inneren. Genau das quasi, was gelebt dann das ist, wo du dich jetzt daran auch in der Herausforderung erinnern darfst. Und auch hier haben wir wieder den Pagen der Pentakel, auch sehr wichtig, sehr interessant. Also wir haben hier wirklich die Erdzeichen bei dir liegen. Wir haben die Öffentlichkeit, den Park quasi. Und wir haben das karmische Thema auch hier wieder liegen. Also dein erfüllender Lebensplan, deine erfüllende Aufgabe ist tatsächlich präsent zu sein, sein zu dürfen, den Zugang zum Göttlichen für dich immer wahrzunehmen, durchfließen zu lassen, keine Angst davor zu haben, sondern die Schönheit dahinter zu sehen. Auch hier kommt wieder der Hinweis, auch mit dem Pagen der Münzen, dass du hier etwas, ein Geschenk in dir trägst, ja, wo du damit spielen darfst. Wir haben hier einen Pfau. Wenn wir jetzt die Pfauenfedern nehmen, die Pfauenfedern, die ausschauen wie Augen, aber auch gleichzeitig ein Schutz vor dem Bösen sind, sage ich jetzt einfach mal, weil wenn wir uns die türkische Mythologie anschauen mit den Augen, da gibt es ja diesen Schutz vor dem bösen Blick sozusagen, aber da fällt mir jedes Mal ein Pfauenauge ein und deswegen ist es mir jetzt auch hier eingefallen. Und da geht es darum, dass du beschützt bist, dass du dich wahrnehmen darfst als in der Ich-Präsenz unantastbar quasi, dass du das gar nicht mehr notwendig hast, einen Schutzschild zu tragen und dass du aus deiner Präsenz alles herausziehen darfst, um dieses Pfauenrad aufzuschlagen. Also du darfst dich zeigen, du darfst dich präsentieren und die erfüllende Aufgabe, dein Plan ist, alle diese Glaubenssätze, die eben damit in Verbindung stehen, dass du das noch nicht kannst, dass du es noch nicht darfst, dass du hier noch irgendwie dich schützen musst, dass du dich hier noch kleiner halten musst, was du gelernt hast als Belastung auch aus deinen karmischen Lebensaufgaben, die du bisher gehabt hast, das darf jetzt in diesem Leben gesprengt werden, das darf gehen. Also das ist der erfüllende Lebensplan, dass du dich hier in deiner Präsenz, in deiner Ganzheit wahrnimmst und alle kleinen Muster diesbezüglich gehen lässt, um dein Pfauenrad hier aufzuschlagen, um in die Sichtbarkeit zu kommen, tatsächlich um dich zu präsentieren. Punkt. Wunderschön.
Ja, kommen wir gleich zu der Gruppe 1. Wenn du dich für diesen Stapel entschieden hast, dann geht es darum, dass hier etwas sehr empfindlich ist, dass du spürst, du willst irgendwie, du willst weiter, du möchtest irgendwo etwas Neues erfahren, du willst Freiheit spüren, du willst jetzt wirklich etwas wagen, du willst anders sein auch als irgendwas, was bisher passiert ist in deinem Leben und du willst einfach, ja. Du willst einfach etwas Neues kreieren. Ja? Also wirklich, hier geht es darum, dich etwas zu trauen, etwas Neues zu kreieren, auch wenn es vielleicht noch empfindlich ist, ja? Aber du möchtest das. Das ist etwas, das liegt in dir. Und ja, das ist die emotionale Energie, wo du frei wie ein Schmetterling auch springen willst, ja, und deine Kreativität entfalten willst. Und es scheint mir so zu sein, als wärst du jetzt im Moment auf einem Weg, wo du das Ziel noch nicht kennst und manchmal macht dir das einfach Angst. Und hier geht es darum zu erkennen, dass dir das keine Angst machen soll, sondern dort, wo du noch nicht weißt, wo es hingeht, dort, wo vielleicht auch eine Angst drinnen ist oder wo vielleicht irgendwie so eine Flucht nach vorne auch drinnen liegt, manchmal in einer Situation, die du noch nicht wahrnehmen kannst, die noch unbekannt ist, dann nimm diesen Drive, dann nimm diese Fahrt auf und erinnere dich an dieses bunte Geschöpf in dir und an dein Ziel auch hier wieder, damit du quasi diese Welle surfst und nicht von der Welle überrannt wirst auch, ja, sondern das ist einfach der Weg zum Ziel. Du mit der Annahme, mit dem, was jetzt da kommen will, mit diesem Gefühl in dir, dass es jetzt vorangeht, dass es jetzt, das ist dieser Drive, den du brauchst, um in dieses empfindliche neue Konstrukt einzutauchen. Ja, also reite quasi die Welle und hab keine Angst davor. Sie wird dich nicht überschütten, sondern die trägt dich. Ja, und vor dir ist Licht, du siehst es nur noch nicht. Auch wenn du vielleicht in den Etappen das Licht siehst, aber da ist das Ziel gemeint für dich. Die Gruppe 2, was kommt da für ein Impuls? Der heilige Gral, die innere Entdeckungsreise, heiliges Finden, du bist, was du suchst. Und manchmal siehst du dich eben hier noch nicht. Und du darfst dich jetzt mit den offensichtlichen Dingen anders beschäftigen als bisher. Das ist der Impuls, nämlich indem du die andere Seite der Medaille betrachtest. Vielleicht, und das war jetzt der Impuls, der durchkam, als Erinnerung, siehst du manche Dinge manchmal schwer und darfst genau den Pfeil auf die andere Richtung schießen, wo die leichte wieder ist und damit bringst du den Gral und dein Potenzial wieder zum Überfließen als Erinnerung für dich. So, was haben wir in der Gruppe 3 als Impuls? Da haben wir, es ist Zeit, jetzt wirklich die Waage zu halten. Es ist Zeit, in die Gerechtigkeit einzutauchen, und das Potenzial in allem wieder zu sehen. Also schau auch hier auf Geben und Nehmen im Ausgleich. Schau auch hier auf die richtige Gewichtung auch in dir, auch live, wie sagt man da, Work-Life-Balance und so weiter. Und du erhältst jetzt hier wirklich lauter Puzzleteile, die dir helfen, das große Ganze zu sehen. Um dich auch in liebevolle, lustvolle Begebenheiten und Begleitungen, zum Beispiel in so einem Frühstück oder sonst irgendwas einzulassen, also Treffen zu organisieren für dich und mit anderen, wo es darum geht, tatsächlich, jetzt kann ich das schwer übersetzen, dieses Gefühl, ich suche gerade eine Beschreibung dafür, wie ich das jetzt sagen könnte. Es geht darum, dass du dich zwecklos, also ohne das Ziel vor Augen zu haben, einfach in schönen Momenten mit Menschen verbindest oder mit Situationen verbindest, wo du das Puzzle des großen Ganzen für dich integrierst und wahrnimmst dann auch. Ja, also einfach vielleicht auch als Impuls lebenden Tag hinein mehr. Vielleicht hast du jetzt zu viel strukturiert, vielleicht hast du zu viel auch immer wieder auf die Waage geachtet. Ja, und jetzt geht es darum, auch da ein bisschen mehr Leichtigkeit hinein zu bekommen, damit das Ganze einfach fließt, damit sich die Waage auch von selbst ein bisschen ausgleichen kann. Was ich so wahrnehme drinnen ist, es ist Zeit, hier auch zu begreifen, dass die Waage von selbst auch in die Waage fließt. Ja, das, was du machen musst, ist darauf achten, dass du genießt, dass du einfach auch für dich schöne Momente in dein Leben ziehen darfst. Das ist hier der Hinweis für dich. So, wunderschön, du lieber Stier. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, ja, ein großes, wunderschönes Potenzial fließen, integrieren, dich wahrnehmen als die göttliche Essenz, die du bist und damit übersprudeln und genießen. Bis dann. Baba.